Ja, guten Morgen. Ich stehe jetzt hier auf dem Balkon von der Küche und habe gerade gefrühstückt und zusammengepackt und werde jetzt weiter aufbrechen. Es geht jetzt noch mal wieder ein bisschen hoch und dann zum Meer, allerdings ziemlich lange runter, will ich hoffen. Und der Wind bläst mir hoffentlich auch nicht so stark ins Gesicht. Ja, dann ist heute das Ziel Torre Nova an der Nordküste. Und ich fahre durch ein Gebiet, was sehr landschaftlich auch sehr schön sein soll. Sicherlich werde ich da wieder einige Male anhalten und filmen und fotografieren und gucken. Ja, ich bin mal gespannt. Hinter mir ist jetzt sehr schön der Ätna heute Morgen zu sehen. Glaube, der raucht oder vielleicht sind es auch Wolken. Ich habe keine Ahnung. Jedenfalls hat man hier keine Angst vor irgendwelchen Ausbrüchen im Moment. Ja, nochmal guten Morgen. Jetzt verlasse ich leider Randazzo, aber hatte gerade noch ein tolles Gespräch mit Matteo, dem Hostelbesitzer, und das war richtig nett. Und jetzt geht's los. 15 Kilometer, sagt er mir, müsste ich jetzt hochfahren und dann nur noch bergab. Ja, da freue ich mich doch drauf, ne? Nochmal ein letzter Blick in die Alcantara-Schlucht oder in den Flussbett. Da unten komme ich jetzt her und wollte eigentlich hier weiterfahren, aber die Straße ist gesperrt, beziehungsweise dieser Pfad. Also muss ich wieder auf die Hauptstraße zurück, aber das ist nur ein kurzes Stück. Von da unten komme ich. Sind schon knapp 1000 Höhenmeter hier. 200 muss ich ungefähr noch. Ist ziemlich kühler Wind. Aber wenn der Wind nicht ist, ist es ziemlich warm. Also man muss sich vorsehen. Ja, und das ist das allgemeine Müllproblem. Da gibt es öfter hier so Ecken, die nicht so richtig schön aussehen. Da oben ist übrigens so eine Art Heiligenschrein. Vielleicht um den Vulkan milde zu stimmen oder so. Gestern bin ich übrigens in einen Hundehaufen getreten. Gibt es hier also auch. So, 5 Kilometer habe ich geschafft. Und gerade ist mir das Herz in die Hose gerutscht. Da waren zwei ziemlich große Hunde, Berner Sennenhunde oder so in der Art. Die lungerten da vor irgendeinem Tor rum. Der eine ist aufgesprungen, kam mir entgegen, aber er hat mich nicht weiter angegriffen. Waren ziemlich friedlich. Boah, war ein bisschen aufregend. So, hier hinten ist nochmal schön der Ätna zu sehen. Und nach Capo d'Orlando an der Küste sind noch 62 Kilometer. Hier oben bläst ein frischer Wind, da haben die Windräder aufgestellt. Ungefähr 1100 Meter Höhe hier. So, hier mal ein Zwischengruß an Rainer Dornburg. Hier sind ganz viele Tisch und Bänkle. Ist hier wie im Schwarzwald. Haben sie auch Holz gemacht hier unten. Ja, klasse. Im Sommer sicherlich schön, wegen Schatten. Jetzt könnt ihr auch ruhig an der Sonne sitzen.
Kühe soll es hier auch geben. Schätzungsweise gefühlte 10 Grad hier oben, wenn überhaupt. Also das Halstuch ist Gold wert. Also so stelle ich es mir in den schottischen Highlands vor hier. Sehr kalt im Moment. Hier habe ich eine windstille Ecke erwischt, aber unglaubliche Aussicht. Leider ziehen sich hier auch die Wolken rüber. Ich kann das mal zeigen, wie das hier aussieht. Ja, wenig Autoverkehr hier oben. Jetzt haben wir wieder eins gesehen. Ja, habe mir schon die Handschuhe angezogen. Und unten am Wasser soll es ein paar Grad wärmer sein, habe ich mir sagen lassen. Ich freue mich drauf. Da kommt erstmal vorher die Abfahrt noch. Jetzt bin ich hier gleich in Floresta. Das ist praktisch die Passhöhe. Da soll es eine Quelle geben. Mal sehen, da hole ich mir noch ein bisschen Wasser. So, obwohl ich meine Finger kaum noch spüre, ist doch eiskalt hier gewesen jetzt die Abfahrt und der Wind. Boah. Jetzt muss ich mal sehen, dass ich da unten irgendeine Bar finde, damit ich mich ein bisschen aufwärme. Ist ganz schön frisch. Schauen wir mal. Okria heißt der. So, jetzt war ich gerade in Utkria, in so einer kleinen Bar. Zwei netten jungen Männern, die mich da aufgenommen haben und hab was gegessen und einen schönen Kaffee getrunken. Ah, jetzt kommt die Sonne gerade so schön ruhig. Ist immer noch frisch und ich will jetzt auch möglichst schnell ans Meer kommen. Obwohl ich ja hier ganz gut noch filmen könnte und die wunderschöne Landschaft hier ist. Aber es ist halt noch ein bisschen frisch insgesamt. Also Capo d'Orlando sind noch 20 Kilometer ungefähr. Die will ich jetzt hier runterfahren. So, ich weiß nicht, wie der Ort da oben heißt, aber sieht schon sehr malerisch aus von hier unten. Aber heute hätte ich auch keine Lust mehr, da hochzufahren. Und wieder Orangenbäume. Es wird langsam wieder wärmer. Und da oben die Kirche. Kaum mache ich die Kamera an, geht die Sonne weg. Aber wir haben wieder Kakteen und eine riesige Brücke vor mir. Sieht so aus, als wenn dahinter das Meer ist. Ja, ich bin jetzt an der Nordküste. Kurz vor Capo d'Orlando. Jetzt sind meine Hände auch wieder warm und die Sonne scheint hier so herrlich. Da hinten sieht man schon die Liparischen Inseln am Horizont. Heute ist etwas diesig, nicht so klar zu erkennen, aber man sieht sie schon. So, noch 10 Kilometer hinter Capo d'Orlando ist mein Ziel, Torre Nova.
Hallo, guten Morgen. Es ist Donnerstag. Ich bin an der Küste. Ich fahre heute auch die ganze Zeit an der Küste entlang. So 70 Kilometer, also fast 20 habe ich jetzt schon gemacht. War bisher noch nicht so viel Spektakuläres zu sehen, deshalb habe ich nicht gefilmt. Die Nacht war gut. Heute Morgen war ein bisschen Verkehr vor dem Hotel. Also Gehupe und ja, da ist so ein kleiner Knotenpunkt gewesen. Ich hätte vielleicht doch ein Zimmer nach hinten nehmen sollen. Naja, bin aber trotzdem ausgeruht und nach dem gestrigen Tag hoffe ich heute, dass es ein bisschen erholsamer wird. Und in Schefferloh bin ich wahrscheinlich schon gegen 14 Uhr und kann mir die Stadt dann in Ruhe angucken. Das lohnt sich auch, weil Schefferloh ist mit eins der schönsten Orte auf Sizilien. Ja, ihr seht hier im Hintergrund die Brandung. Und es ist kaum Wind heute, ich komme gut voran. Ja, die Küstenstraße ist nicht so spektakulär. Also ich bin bisher relativ gut gefahren, keine bedrängenden Autos neben mir oder so. Und war eigentlich ganz angenehm. Was ich noch sagen wollte, heute Morgen gab es ein süßes Frühstück. Also zwei Schoko-Croissants und ein Cappuccino. War auch ganz lecker. Ich habe auch noch zwei Bananen dabei und Kekse. Also ich bin heute sehr gut ausgestattet und werde wohl keinen Hungerast bekommen. Hier seht ihr mal, es ist wieder ein besonders schöner Abschnitt. Direkt am Wasser, kommt häufiger vor, dass man nicht auf der Hauptstraße fahren muss. Komme ich gleich in eine Ortschaft rein, weiß gar nicht, wie die heißt. Die Hälfte habe ich gleich geschafft von heute. Ah, die Meeresluft tut natürlich gut. Also sind heute so schätzungsweise 15, 16, 17 Grad. Also die Jacke möchte ich noch nicht ausziehen. Der Wind ist manchmal noch ein bisschen frisch. Aber in der Sonne ist es natürlich angenehm. In dem nächsten Ort mache ich erstmal eine kleine Pause. Ich wollte gerade sagen, mit meinen 14 Uhr kommt es ungefähr hin. Wahrscheinlich ein bisschen später. Ja, hier bin ich wohl an einer Keramikfabrik gelandet. Habe ich das erste Mal gesehen hier. Soll ja bekannt sein für Keramik. Na klasse. Kann man es besser erkennen. Ich war gerade in einer ungünstigen Situation. Hier sind keine Bäume davor. Ein schwarzer Balken mit einem blauen Rahmen und worauf Wolken gemalt sind. Muss ich mal recherchieren, was das sein könnte. Aber wunderschön hier die Küstenstraße. Gerade habe ich ja Pause gemacht in so einem Keramikstädtchen, wo ganz viele Keramikfabriken waren.
Da hinten ragt schon so ein Felsen aus dem Wasserlandschaft. Das könnte direkt schon Schäferloo sein. Bin mal gespannt. Sind jetzt noch 31,5 Kilometer. Und es ist kurz nach 12:30. Ich weiß nicht, das kann man bestimmt sehen. Da hinten qualmt es unheimlich. Ich habe gar keine Gasmaske mit. Mal sehen, was da los ist. Der Rauch zieht schon richtig in die Berge rein. Schäferloo 17 Kilometer. Ja. Also mein Fazit ist jetzt hier schon wunderschöne Straße. Kann man echt empfehlen. Vielleicht nicht gerade hier diesen Abschnitt mit diesem riesigen Zaun hier, aber man ist meistens direkt am Wasser. Hier ist noch die Eisenbahnlinie nach Palermo. Und ja, man hört die Brandung. Das ist schon herrlich. So, jetzt komme ich an dieser Rauchsäule vorbei. Mal gucken, was das ist. Ich kann noch nicht definieren, ob es Holz ist oder vielleicht Gummireifen. Mal gucken. Kann man von hier oben gar nicht sehen. Überall diese gelben Blumen. Schäferloo in meinem Zimmer, bin geduscht und mache jetzt einen Rundgang durch die Stadt. Bin mal gespannt. So, ich kletter hier gerade diesen Hausberg von Schäferloo hoch. Aber ich werde wohl nicht ganz hoch klettern bis zu der Burg oder Festung. Hat mir gerade jemand einen Tipp gegeben, es reicht auch bis zur Hälfte hochzulaufen. Im archäologischen Teil oder wie er es nannte. Und da hätte man auch einen super Blick auf die Stadt. Aber es ist auch ein bisschen anstrengend halt. Oh, da oben laufen auch Leute. Ja. Ich habe noch ein bisschen was vor mir. Gott sei Dank ist es ein bisschen frischer Wind. Weil in der Sonne ist es schon knapp.
knackig heiß. Oben sind die Wegweiser. Also nicht zum Kastell, sondern zum archäologischen Teil. Es sei denn, man will es auf die harte Art und Weise haben. Sieht nach gut aus. Also oben nach Gipfel. Ja. Bin mal gespannt, wo der Blick auf Schäferlo dann ist. Ja, Tisch und Bänkle. Und da sind Hinweisschilder. Da schimmert schon das Kreuz, was ich von unten gesehen habe. Da ist bestimmt der geilste Blick auf Schäferlo. Schauen wir mal. Hier muss ich noch runter. Ja, mit meinen Sandalen ist das eine gewisse Herausforderung. Das sieht doch mal schön aus. Und da hinten bin ich gekommen, da ist meine Pension. Und hier ist diese Mauer. Also das lohnt sich, hier hochzukommen. Das ist der schöne Dom von Schäferlo. Den habe ich gerade besichtigt. Leider konnte man in den Kreuzgang nicht rein. Und davor ist ein schöner Platz. Aber nur teure Cafés. Ja, in einer Stunde ist jetzt so ungefähr Sonnenuntergang und ich glaube, so lange bleibe ich hier auch nicht hier oben. Es wäre zwar schön, aber es ist noch eine Stunde hier oben rumsitzen. Naja, gut, das leiden tue ich hier nicht. Es ist schön warm eigentlich und ruhig. Es ist keine Menschenseele hier. Ich bin wohl der Einzige hier oben. Oh, mal sehen. Aber ich denke, ich wollte mir noch mal ein bisschen die Stadt weiter angucken und dann nicht im Dunkeln rumtappern. Das ist auch nicht so schön. Aber es sieht sehr nach Touri-Gedöns aus alles. Also sehr viele Souvenirläden und entsprechend teure Restaurants. Mal sehen, ob ich was Passendes für mich finde. Sonst muss ich halt wieder in mein Viertel gehen. Auf jeden Fall habe ich da einen sehr guten Supermarkt gesehen. Das hätte ich ja fast verpasst. Jetzt sehe ich noch die Liparischen Inseln. Denkt, die eine heißt Vulcano. Sieht jedenfalls so aus. Man kann es wahrscheinlich nicht so gut erkennen jetzt mit der Kamera. Ich kann es sehr gut erkennen. Sind also sehr noch unten im Nebel, aber oben die Spitze guckt meistens ziemlich deutlich raus. Das wäre ja ein Ding gewesen, wenn ich das jetzt nicht noch gesehen hätte.
Zeit, weil ich gleich nach Hause komme.